Moin und herzlich willkommen. Vor vielleicht 5 Jahren, da sind wir mit den Männern aus unserer Kirchengemeinde auf Freizeit gefahren auf die Nordseeinsel Amrum. Und schon bei der Planung dieses Wochenendes hatten wir uns überlegt, dass wir gerne eine Führung durch die Kirche in Nebel bekommen würden. Wir fragten also an und wir konnten. Wir kamen dann dort an, wir wurden herzlich begrüßt und nach ein bisschen Smalltalk zum Warmwerden gingen wir dann in die kleine reetdachgedeckte Kirche hinein. Und während der Führung lernten wir etwas über die Geschichte dieses Ortes, über die Besonderheiten des kirchlichen Lebens hier auf der Insel. Und wir sprachen natürlich auch über die christlichen Symbole, die hier in der Kirche waren, über den Altar, über das Kreuz und die anderen Symbole. Und irgendwie kam dann auch die Sprache auf die Auferstehung Jesu Christi und die Auferstehung der Menschen. Und dann erklärte uns unser Tourguide, also ich glaube ja auch an die Auferstehung. Und er sagte das irgendwie so, als meinte er, er würde uns damit provozieren. Und dann schob er aber fast beschwichtigend hinterher, aber ja natürlich nur an die geistige Auferstehung und nicht an die leibliche Auferstehung. Leider habe ich damals versäumt nachzufragen, warum er denn natürlich nur an die geistige Auferstehung der Menschen glaubt und nicht an eine leibliche. Denn die Frage, wie die Auferstehung zu denken ist und zu verstehen ist, die begegnet uns doch immer wieder. Im Neuen Testament und hier dann tatsächlich als Vorstellung einer leiblichen Auferstehung. Aber doch auch, wenn ein lieber Mensch, ein vertrauter Mensch in unserem engeren oder weiteren Umfeld gestorben ist. Wie der ist denn bitte schön, die Auferstehung zu verstehen und zu denken? Der heutige Sonntag ist der sogenannte Totensonntag oder mir gefällt der Name Ewigkeitssonntag noch etwas besser. An diesem Tag erinnern wir uns insbesondere an die Menschen, die im vergangenen Jahr verstorben sind. Und wir tun das, indem wir ihren Namen nennen. Und wieder ist die Frage da, wie ist denn bitte schön, Auferstehung zu denken und zu verstehen? Paulus schreibt dazu in seinem Brief an die Gemeinde in Korinth Folgendes. Aber, wird mir jetzt jemand entgegenhalten, aber wie soll die Auferstehung der Toten denn vor sich gehen? Mit was für einem Körper werden sie aus ihren Gräbern kommen? Wer so redet, weiß nicht, was er sagt. Wenn du Getreide aussehst, muss die Saat doch auch zuerst sterben, ehe neues Leben daraus entsteht. Und was du siehst, Weizen oder sonst eine Getreideart, hat nicht das Aussehen der künftigen Pflanze. Es sind Samenkörner und weiter nichts. Aber wenn der Same dann aufgeht und zur Pflanze wird, bekommt er eine neue Gestalt. Die Gestalt, die ihm von Gott bestimmt ist. Und aus jeder Samenart lässt Gott eine andere Pflanze entstehen. Bei den Lebewesen ist das genauso. Der menschliche Körper ist anders als der von Tieren. Der Körper von Vögeln anders als der von Fischen. Außerdem gibt es nicht nur auf der Erde Körper, es gibt auch Körper am Himmel. Und deren Schönheit ist von ganz anderer Art als die der irdischen Körper. Bei den Himmelskörpern gibt es auch wieder Unterschiede. Das Leuchten der Sonne ist anders als das Leuchten des Mondes. Und das Mondlicht ist anders als der Glanz der Sterne. Und selbst die Sterne unterscheiden sich in ihrer Leuchtkraft voneinander. Entsprechend verhält es sich mit der Auferstehung der Toten. Der menschliche Körper ist wie ein Samenkorn, das in die Erde gelegt wird. Erst ist er vergänglich, aber wenn er dann auferweckt wird, ist er unvergänglich. Erst ist er unansehnlich, dann aber erfüllt von Gottes Herrlichkeit. Erst ist er schwach, dann voller Kraft. In die Erde gelegt wird ein irdischer Körper, auferweckt wird ein Körper, der durch Gottes Geist erneuert ist. Genauso wie es einen irdischen Körper gibt, gibt es auch einen durch Gottes Geist erneuerten Körper. Mein erster Punkt heißt, Auferstehung ist wie ein Samenkorn, das in die Erde gelegt wird. Vor einiger Zeit habe ich einen Pastorenkollegen auf den letzten Metern seines Lebens begleitet.
Schließlich starb er. Sehr bewusst, ganz friedlich und geradezu zuversichtlich. Und als ich dann zur Aussegnung in sein Zimmer auf die Station kam, da hatte jemand vom Personal das Fenster geöffnet, damit seine Seele durch das Fenster nach draußen entweichen kann, um ihre Reise in den Himmel anzutreten, so erklärte mir dann jemand. Und in dieser Vorstellung war der menschliche Körper nur die Hülle, der Leib nur das, was zurückblieb. Der vergängliche Körper. Ja, ich kenne diese Vorstellung, diesen Brauch, ein Fenster zu öffnen und damit verbunden die Vorstellung, dass, wenn die Seele im Himmel kommt, sie ins Gericht muss. Und die Guten, die dürfen dann gleich in den Himmel, die Bösen, die kommen in die Hölle und die, die so dazwischen sind, die müssen noch mal eine extra Runde durch die Vorhölle drehen, bevor sie dann geläutert in den Himmel kommen. Die Trennung von Körper und Geist, die Trennung von Körper und Seele, das ist eine gängige Vorstellung. Und sie geht auf den griechischen Philosophen Platon zurück. Dem jüdisch-christlichen Glauben dagegen ist so eine Vorstellung fremd. Der jüdisch-christliche Glaube, der kennt so eine Vorstellung gar nicht. Stirbt der Mensch, dann stirbt er ganz. Es gibt keine Kontinuität, es gibt keinen Fortbestand, es gibt keinen roten Faden. Vom Diesseits ins Jenseits stirbt der Mensch, dann stirbt er ganz. Und tatsächlich, so meine ich, tatsächlich entspricht diese Vorstellung auch eher unserem modernen Verständnis, unserem Selbstverständnis. Denn der, der ich bin, der bin ich doch auch aufgrund meines Körpers. Woran bin ich denn zu erkennen? Ich bin doch zu erkennen daran, dass ich aussehe, wie ich aussehe, dass ich gehe, wie ich gehe, dass ich spreche, wie ich spreche, dass ich die Mimik habe, die ich habe und so weiter. Und entsprechend, ganz analog, steht nicht nur die geistige Idee meines Selbst wieder auf. Und so war das ja auch bei Jesus, als er dann auf dem Weg nach Emmaus den beiden Jüngern erschien. Er ging mit ihnen, er sprach mit ihnen, er brach das Brot mit seinen Händen und er aß mit ihnen als natürliche Person und eben nicht nur als geistige Idee seines Selbst. In unserer Küche, da steht zurzeit ein Glas auf der Fensterbank, ungefähr so groß und im unteren Drittel, in der unteren Hälfte, da ist ein bisschen Erde. Und vor einigen Wochen, da hat unser Sohn in diese Erde eine Feuerbohne hineingelegt. Inzwischen aber wächst daraus ein langer, grüner Stängel, bestimmt über einen Meter lang inzwischen, auf dem Weg nach oben immer Halt suchend. Und ich habe zum Beispiel gelernt, dass der Stängel dieser Pflanze sich immer nur linksrum windet. Das war ein Projekt für den Biounterricht. Inzwischen ist dieses Projekt beendet, die Dinge sind alle abgegeben worden, aber unsere Feuerbohne, die wächst weiter und weiter. Die Bohne, die unser Sohn vor Wochen hier hineingelegt hat, in dieses Glas, die gibt es heute so nicht mehr. Sie hat aufgehört zu existieren. Stattdessen wächst hier eine neue Pflanze und ist ein ganz ähnliches Bild, das Paulus hier verwendet, um die Auferstehung zu beschreiben. So wie ein Samenkorn aufhört, in seiner alten Form zu existieren, genauso vergeht auch der menschliche Körper. Und hier passiert mehr als eine Metamorphose. Es gibt auch kein Remake, es gibt auch kein Upcycling des alten Körpers. Er hört tatsächlich auf zu existieren. Stirbt der Mensch, so stirbt er ganz. Gott aber, er schafft einen neuen Körper mit Wiedererkennungswert. Und darum ein zweiter Gedanke, der neue Körper. Jedes Mal, wenn ich einen verstorbenen Menschen auf dem Friedhof beerdige, dann kommt kurz vor Ende der Beisetzung dieser dreimalige Sandwurf oder auch Erdwurf. Und ich spreche dann immer dieselben Worte. Denn es wird gesät verweslich und wird auferstehen unverweslich. Erster Sandwurf.
Es wird gesät in Schwachheit und wird auferstehen in Kraft. Zweiter Sandwurf. Es wird gesät in Niedrigkeit und wird auferstehen in Herrlichkeit. Es wird gesät ein natürlicher Leib, auferstehen aber wird ein geistlicher Leib. Dritter Sandwurf. Tatsächlich sind diese Worte nie gedacht gewesen als Teil einer Beerdigungsliturgie, als Teil einer Zeremonie. Vielmehr erklärt Paulus hier, wie ich mir die Auferstehung vorstellen kann. Und er benutzt hierfür ein Bild. Das haben wir jetzt bereits gelernt. Mit der Auferstehung, so haben wir gesehen, verhält es sich wie mit einem Samenkorn, das in die Erde gelegt wird. Mir leuchtet dieses Bild vom Samenkorn sehr ein, denn das kenne ich. Ich kenne das von der Feuerbohne aus der Küche auf der Fensterbank. Ich kenne das aber auch aus unserem Garten und ich kenne das aus der Landwirtschaft. Offen bleibt, wie ich mir das dann aber genau vorstellen kann. Das aber weiß auch Paulus nicht, darüber schweigt er also. Also muss auch hier meine Neugier unbefriedigt bleiben. Eines aber sagt Paulus dann doch, die Hinfälligkeit, die Schwachheit und die Gebrechlichkeit des menschlichen Lebens, sie hat ein Ende. Auferstehen wird ein durch Gottes Geist erneuertes Leben, beständig, kraftvoll und herrlich, versehen mit einem neuen Glanz. Hier auf dem Friedhof, am offenen Grab, da ist dann ja tatsächlich unübersehbar, dass das Leben ein Ende hat, dass das Leben endlich ist. Der christliche Glaube aber weiß schon jetzt um die Auferstehung. Und während das eine Auge der Trauernden Tränen weint, kann er mit dem anderen Auge ahnend in die Zukunft blicken und sieht die Auferstehung. Und so, und in der Übersetzung, die ich eben überlesen habe, klingt das dann so. Erst ist der menschliche Körper vergänglich, aber wenn er dann auferweckt wird, ist er unvergänglich. Erst ist er unansehnlich, aber dann erfüllt von Gottes Herrlichkeit. Erst ist er schwach, dann voller Kraft. In die Erde gelegt wird ein irdischer Körper, auferweckt aber wird ein Körper, der durch Gottes Geist erneuert ist. Und ein dritter Gedanke, ein Trostgedanke. Am 20. März 1991 fällt der 4,5-jährige Connor Clapton aus dem 53. Stock eines Hochhauses in New York und ist sofort tot. Und der Vater, der Musiker Eric Clapton, er ist am Boden zerstört. Und als Teil seiner Trauerbewältigung schreibt er dann unter anderem dieses Lied, das wir kennen, Tears in Heaven, Tränen im Himmel. Und er schreibt dann da, wenn ich dir jetzt da oben im Himmel begegnen würde, würdest du mich wiedererkennen? Wüsstest du überhaupt noch, wie ich heiße? Wäre dann alles wieder wie vorher? Würdest du mir die Hand geben, mich festhalten, mir helfen? Ich stehe vor dieser Tür und du bist dahinter, du und Frieden. Weil es im Himmel keine Tränen gibt, davon bin ich überzeugt. Ja, Menschen sterben, Kinder sterben, Eltern sterben, Ehemänner sterben, Ehefrauen sterben, Onkel, Tanten, Brüder, Schwestern. Und auch hier sitzen Männer und Frauen, die im letzten Jahr jemanden verloren haben oder zu einer anderen Zeit. Und die Frage ist, würden wir einander wiedererkennen, wenn wir uns einmal im Himmel begegnen? Und Paulus sagt, ja, das würden wir. Vielleicht wären wir nicht mehr der 4,5-Jährige oder vielleicht wären wir nicht mehr der 90-Jährige, aber wir würden uns wiedererkennen.
neu geworden durch Gottes Kraft und wiedererkennbar. Und zwar so, wie Gott uns sich schon einmal gedacht hat, nämlich sehr gut. Amen.